Gottes Märchenstunde. Hallo, Kinder. Auf vielfachen Wunsch tue ich heute vorlesen ein weiteres Kapitel aus den Memoiren des kleinen Hottili. Und zwar einen alten Schulaufsatz von mich selber mit dem Titel Little Silvester mit Tante Vettel. Also denne. Jedes Jahr ab Oktober tut sich unsere Familie streiten tun, wo wir Silvester feiern sollen. Weil aber Mama und Papa keine Freunde haben, gehen wir am Ende doch immer zu Tante Vettel. Das ist die dicke Schwester meiner Mama. Sie ist ungefähr so dick wie eine sehr fette Kuh, die hochschwanger ist, sehr unvorteilhafte Sachen anhat und noch eine andere Kuh auf dem Rücken hat, die auch nicht gerade dünn ist. Mama ist am selben Tag geboren und sieht genauso aus wie sie. Papa sagt, die beiden seien eineiige Dicklinge. Obwohl er auch meint, eineiig ginge wohl kaum, so fett wie die sind. Da braucht man schon ein ganzes Omelett. Und außerdem soll die Geburt der zwei Öltanks die erste Entbindung gewesen sein, wo man die Babybrocken mit einem Lastkran rausziehen musste. Letztes Jahr hatte Tante Vettel ein paar Bekannte eingeladen, ihre gesamte Diätgegnergruppe, die militanten Mopsgesichter. Das tut ein sehr exklusiver Club sein, der sich die gewaltlose Vernichtung von Lebensmitteln zum Ziel gesetzt hat. Kurz nach Weihnachten findet immer die Wahl zum Mr. Fettarsch und zur Miss Monster-Titte statt. Einer der Gewinner war Bodo Brummer. Der war so dick, dass ich ihn auf den ersten Blick für eine Reisegruppe hielt. Papa sagt, nagel dem ein Brett auf den Kopf und du hast ein Haus. Er hatte den Titel des Mr. Fettarsch gewonnen, da man auf seinen Hintern den gesamten Globus zeichnen kann. Als erstes gibt es dann etwas zu essen zu tun. Da keiner von Tante Vettels Freunden mehr mit den Armen an den Tisch kommt, wurde bei jedem einzeln auf dem Bauch gedeckt. Da war sehr viel Platz. Nach dem Essen mussten alle aufstoßen und die Nachbarn riefen die Polizei wegen Ruhestörung. So gegen 10 waren alle besoffen und gingen zum Güterbahnhof und machten auf den Schienen eine Polonaise, wodurch sie 2 Züge zum Entgleisen brachten. Um 11 drehten die meisten völlig durch. Bodo Brummel setzte sich in den Nudelsalat, Mama steckte sich scharfe China-Böller in den Hintern, bis Rauch aus den Ohren kam und Papa suchte im Branchenbuch nach Scheidungsanwälten. Dann wurde es 12 und alle grölten. Tante Vettel hockte zum Jahreswechsel auf der Toilette, weil ich mit ihr ein Experiment gemacht hatte. Papa hatte mir nämlich gesagt, wenn ich sie 2 Stunden lang mit rohen Zwiebeln, Bohnen und Brokkoli füttere, habe ich eine Atombombe. Ich glaube, er hatte recht. Jedenfalls ist die Kloschüssel explodiert. Um Mitternacht schoss Papa wie ein Verrückter Raketen ab, war am Ende aber total stinkig, weil er keinmal Mama getroffen hatte. Sie sagte, nächstes Jahr würde sie gern auch mal im Ausland feiern. Papa schlug ihr Tokio vor. Vielleicht würde man sie da ja endlich abknallen, weil man denkt, Godzilla sei zurück. Weil wir kein Geld hatten fürs Bleigießen, machten wir zum Schluss des fröhlichen Abends wie immer die Arme-Leute-Version. In den Schnee kacken und aus den Stuhlformen die Zukunft deuten. Tja, aber egal wie viel Mühe wir uns gaben, es sah bei allen fürs nächste Jahr doch irgendwie ziemlich scheiße aus. Jawohl.